Jo, Leute, willkommen zurück zu Outlast. Ich bin irgendwie in einem Knast. Nein, du bist bei den Duschen. Im Knast. Und der liebe Herr Kollege hier wird gleich seinen Spaß haben. Okay. Bin ich gerade im Kreis gelaufen? Ja. Cool. Guck mal, eine Batterie. Kein Dreieck drücken. Igat. Da wurde sein Kopf kaputt gemacht. Ja. Oder das ist inaktiv. Würde ich dir nur mal sagen. Ja, ich weiß, ich kann es vielleicht sagen, trotzdem irgendwie. Und ich habe gerade gesehen, es gibt mehr als 5 Kapitel, nämlich 8 oder so. Sehr schön. Schön durchs Wohin muss ich Arschbecken. denn jetzt? Es gab da einen Knopf. Stimmt. Du hast das Wort mit dem Aktivieren. Schau mal hinter dich. Shit. Ich glaube, du wirst sterben. Ja. Weil du gerade den offensichtlichen Weg übersehen hast. Echt? Den da? Nein. Hey. Du bist tot. Ach komm, ich kann auch ohne meinen Zweifel mit dem überleben. Ich kann auch ohne meine Gedärme überleben. Der hat dir gerade bloß den Arm abgerissen. Den rechten. Also, offensichtlicher Weg, der sich rechts auftut. Also links. Da zeigt die Lampe sogar hin. Oben. Links. Hinter dir. Was? Ach, acht. Igitt. Muss nochmal sterben. Und dann. Ja, irgendwie schon. Weißt du, was ich vorhin gemeint habe? Das wird sich gegen Ende so häufig machen. Ja. Die Todesszenen. Ich komme hier schon das. Ich komme für das letzte Kapitel. Der kommt öfters zum letzten Kapitel dann. Nee, ich. Wie das letzte. Achso, nee, Hallo? Doch, du so kommst das letzte Kapitel. Toll. So mal ich. Ich muss da runter. Und ich glaube gerade aus dem Lauf. Ah, voll, voll. Ich bin nicht tot. Nein. Du bist Gott. Ich hab mich nass überlebt. Durch den Leichenhaufen, auf den du gelandet bist. Also bei der Kletterpartie im großen Zellblock zieht ihr euch über das Bettgerüst in den ersten Stock hoch und werft dort links neben der Treppe einen Blick in eine blutige Zelle, wo die Dokumente auf dem kleinen Beistelltisch. Warum versteckst du dich unter dem Bett? Wo ich mich kurz holen wollte. Also wohin jetzt? Da muss irgendwo ein Bettgestell sein. Da ist ein Bett. Ja, aber der wo so ein bisschen in den ersten Stock führt. Ach ja, ich glaube der Chris rennt hier auch rum. Danke. Jo, da ist er. Ist er? Der kommt da rechts ran. Ganz glaube ich auch die Treppe hoch. Das dürfte erst später das kommen. Nach einer Kletterpartie und einem Bettgestell. Das sind eigentlich alles bloß Versteckmöglichkeiten. Ist mir schon klar.
irritiert mich noch mehr. Achso, das Licht. Ja. Raus, nicht raus, raus, nicht raus. Anscheinend hast du dich für nicht raus entschieden. Ja. Aber er ist, glaube ich, weitergegangen. Er ist, glaube ich, unten. Ja, ich glaube ich auch. Und irgendwas hat er immer mit den Schweinchen. Oh, da kommt er zurück. Hab's gemerkt. Danke für den Hinweis. Arschloch. Aus. Ich war, jetzt hab ich grad gesehen, okay. Shit. Da kannst du ihn abhängen. Weiter. Sicher? Ja, ja. Okay. Hab Angst. Das ganze Ding ausmachen. Ein Bettgestell. Ja, und Typ. Aber du musst durch das Bettgerüst in den ersten Stock klettern. Okay. Gut. Darf ich mal kurz runter? Ja, nicht bei dem. Okay. Bei einem anderen. Und hier ist es, glaube ich. Da ist ein Bettgestell. Ah! Der Typ macht nur Kopfnüsse. Ja, es ist so, trotzdem gerade so. Und links neben der Treppe. Scheiße! Neben der Treppe. Links neben einer Treppe. Der blutige Baum, kein Schock. Uah! Gott, danke dir. Von Dr. Wernick. Holy, holy shit. Nachruf unter www. Ja, ich glaube, das Ding musst du nicht unbedingt vorlesen. Ja, weiß, wieso er es nicht finden kann. Rudolf G. Wernick. Dr. Rudolf G. Wernick, Alter 90. Verstarb am 28. Februar 2009 in Augsburg? In Ausübung der Arbeit. Okay. Die er liebte. Entschuldigung. Fast. Er wurde 1918 in München. Sogar München, Deutschland, geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing, wie auch immer das ist. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Angeles
setzte sich Dr. Wernick in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Katzen, lecker. Ja. Kurz nach dem Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung. Ich habe Erklärung gelesen zuerst. Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernick als ein wahrer Menschenfreund mit dem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Wahrer Menschenfreund. Wenn ich mir das hier so ansehe, wohl eher nicht. So, das war das letzte Dokument für dieses Kapitel. Cool. Wenn ich welche finde, ich glaub, gerne. Hinter dir ist gerade ein Typ rausgegangen aus der Zelle. Shit. Und jetzt? Dräng dich durch. Ja, oh Gott! Hey, lass mich los! Welchen Papazin finde, sehr gerne, Basti. Was? Welchen Papazin finde, sehr gerne. Batterie. Batterie. Du findest sie ja noch nicht mal. Du würdest sie einfach liegen lassen. Und wir nehmen schon eine ganze Stunde Ingame auf. Cool. Nee. 55 Minuten erst. Also, Loch. Ja, Loch. Schon wieder. Kurz anmerken, dass dieser Ort hier irgendwie eklig ist. Noch was? Wallrider. Wallrider, Wallrider, everywhere is a Wallrider. Falsche Taste. Ja, Notizen. Wallrider. Das Wort Wallrider tauchte überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun. Aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht wurde ich auch langsam verrückt. Was haben wir gesehen? Da hast du, glaube ich, nicht drauf geachtet. Das war ein leichter Schatten, der vorbeiging. Okay. Da unten drehen! Batterie? Hast du gesehen? Ich weiß auch dann, was es ist. Also wie ich beim ersten Part schon gesagt habe, ich hätte gern so eine Kamera mit Nachtsicht, aber eine da, wo die Batterien länger halten. Als 5 Minuten? Ja. Ach, warum gehen wir eigentlich weiter runter? Weil du den Abfluss runter musst, laut dem Blut. Es ist aber eklig. Und damit ist das Kapitel zu Ende.
Sicher. Die Kanalisation ist ein neues Gebiet. Okay. Dann lieber dann die Idee. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung. Doch. Weil ich jetzt dran bin. Okay. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.